Namaste. Was für ein toller Tag heute. Wo ich dieses Video aufnehme, ist genau der Samstag vor der Zeitumstellung. Das heißt, wenn du mal eine richtig lange Feier machen möchtest, dann ist heute der richtige Zeitpunkt. Heute kannst du bis 3 Uhr nachts feiern. Und es ist trotzdem erst wieder 2 Uhr. Yeah, wir bekommen unsere Stunde zurück. Ja. Und wir sind wieder in der normalen, die übliche Winterzeit. Also das, was früher war, vor der Zeitumstellung, das ganze Jahr galt. Und ich habe in der Küche eine Uhr hängen, die hat immer diese Zeit. Und von daher brauche ich sie gar nicht umstellen jetzt. Ja? Und ich weiß nicht, ja, wie du das machst. Ja, im Normalfall verschlafen wir einfach irgendwie die Stunde und wundern uns dann am Sonntag, ach, es ist ja erst so und so viel Uhr. Ja, dann ist ja noch Zeit. Das war schon immer die ganze Zeit so, aber ja, wir hatten uns natürlich in irgendeiner Form einigen müssen mit allen Menschen, damit man gut miteinander klarkommt, ne? Wenn du eine Zeit sagst, wo du dich triffst, ja, dann sollten alle möglichst die gleiche Zeit im Kopf haben. Und ja, insofern habe ich mich natürlich auch angepasst. Und habe auch meinen Rhythmus so ein bisschen angepasst. Ja, und viele, ja, merken das erst dann, wenn sie wieder arbeiten gehen, montags morgens, dass es ein bisschen leichter fällt, ja, um diese Uhrzeit aufzustehen, weil du ja vorher eine ganze Stunde vorher raus musstest. Und eine ganze Stunde ist schon was. Ja, insofern können wir feiern. Ja. Aber ich möchte mit dir auch heute feiern. Gerne persönlich hier in Köln wieder. Samstags ist ja mein Tag, wo ich gleich zwei Aktionen mache. Zum einen das Lächeln verschenken und zum anderen ja Umarmungen verschenken. Und weißt du, was das Tollste ist? Ich, und wenn du mitmachst, auch du hast das meiste davon. Die anderen, die so kurz vorbeigehen, mit denen man ein Lächeln austauscht, ja, die haben vielleicht nur diesen einen lächelnden Menschen gesehen. Aber wir sehen sehr viel mehr, weil wir sehr häufig das Lächeln zurückbekommen. Das ist ja das Schöne. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir geben etwas und erhalten sogar was zurück. Nicht von jedem, klar. Wenn wir das von jedem haben wollten, müssten wir in den Spiegel lächeln. Dann würden wir das immer wieder kriegen. Aber ja, das wissen wir ja. Und trotzdem ist dann noch mal richtig toll, wenn jemand, der vorher so ein bisschen mürrisch geguckt hat und ja, so, wo wir auch so eingeschätzt haben, na, der ist so in seinen Trott und dann dreht er sich um und lächelt. Und bumm, ist das schön, ist das schön, das ja wirklich erleben zu dürfen. Und deshalb sage ich, Mensch, das ist so eine tolle Sache. Klar, du hast immer die Sache, die Idee so, oh, da gehört Mut zu, sich dahinzustellen. Und dann wirst du merken, hey, das ist es wert. Das ist es wert. Und es ist auch wert, dass eben ja mehr Menschen etwas davon haben. Und dann ja ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du nach dieser Stunde Aktion quasi schwebst, von dannen schwebst und weiterhin automatisch die Menschen anlächelst
und sie angesteckt werden. Und du kriegst weiterhin noch mehr lächelnde Gesichter zu sehen. Und das heißt, du musst es nur einmal aktivieren. Ja, einmal so einfach einen Schritt raus. Normalerweise aus der Erfolgsszene sagt man, aus der Komfortzone heraustreten. Ja, nur lächeln ist doch eigentlich die einfachste Sache der Welt, oder? Also, das ist für mich der einfachste Einstieg. Wenn du dann so ein bisschen vielleicht, ja, Feuer gefangen hast, dann würde ich dir empfehlen, zusätzlich auch bei den Umarmungsaktionen von mir mitzumachen. Oder natürlich deine eigene irgendwo anzuregen. Hältst du ein Schild hoch mit Biete Umarmung, ne? Ich habe jetzt Schilder mit mehreren Sprachen drauf, weil da, wo ich auf der Domplatte das mache, anbiete, da kommen natürlich ganz viele Touristen aus allen Ländern, und damit auch die verstehen, was ich denn da mache oder anbiete, ja, habe ich es in verschiedenen Sprachen gemacht. Und wenn du kommst, ich habe auch noch 2, 3 Schilder mehr mit, sodass du herzlich eingeladen bist, das mitzumachen. Oder erst einmal zuzuschauen und zu denken, okay, was passiert jetzt hier, ne? Und dann wirst du feststellen, wow, da geht ja mein Herz auf, weil da so schöne Dinge passieren. Und ja, das verstehe ich unter das Leben feiern, dass dein Herz aufgeht, dass du mit der Freude des Herzens dabei bist. Ich lade dich also herzlich ein, einfach mal an einem Samstag nach Köln zu kommen und mitzumachen. Ich würde mich freuen, wenn du das schaffst und ja, dich überwinden kannst. Mal einen Schritt raus. Ja, es wäre was Neues. Es wäre was, was du vielleicht noch nie gemacht hast. Und dann feststellen kannst, inwieweit das dir persönlich auch hilft. Und dann bist du vielleicht auch bereit, andere Dinge anzugehen, die in deinem Leben ja so ein bisschen immer wieder verdrängt worden sind, weil du dann genügend Kraft in dir spürst, die Verbindung in dir spürst. Du merkst, ja, das kann ich machen. Und ja, vielleicht braucht es einfach ein bisschen länger, vielleicht ist es aber auch eben gar nicht deine Sache und du genießt einfach eine Umarmung von mir. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Es wird ja keiner gezwungen. Und ja, stell dich einfach mal neben mich dabei. Und wenn du Pech hast, bist du gleichzeitig auch umarmt. Manche fragen dann gar nicht mehr, die denken, okay, auch noch eine Umarmung, ne? Manche fragen freundlicherweise, darf ich auch noch, ja? Und dann kannst du wieder entscheiden. Oder du stellst dich ein bisschen weiter weg, ne? Dass du nicht umarmt wirst. Ja, vollständig verstanden, wenn du Thema hast mit Berührung, dann kann ich das vollkommen respektieren. Und ich erlebe es ja auch immer wieder auf der Straße. Menschen entschuldigen sich bei mir sogar dafür, dass sie mich nicht umarmen können. Und ja, vielleicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Und sie haben noch nicht diesen Mut gefasst, das jetzt anzugehen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, also, entschuldige, wenn ich wieder so viel gequatscht habe. Ich möchte dich einfach dafür begeistern, weil dann kannst du das Leben jederzeit feiern. Jederzeit. Dem Moment, wo du rausgehst, ein Lächeln verschenkst, offen bist, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da was Gutes zurückkommt. Und ja, das möchte ich dir gönnen, dass du auch was Gutes erleben kannst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir so oder so
schöne Momente an dem heutigen Tag. Namaste, danke, dass du zugeschaut hast und ja, fühl dich geliebt. Bis dann.